BTN-Stars Matthias Höhn, Jennifer Rilly arbeiten am Comeback. Laiendarsteller Matthias Höhn, 24, ist bankrott. Kehrt er jetzt zu Berlin, Tag und Nacht zurück? Mit seinem Geständnis, trotz monatlicher Influencer-Annahmen von 5.000 bis 20.000 Euro pleite zu sein. Schockierte Matthias Höhn seine Follower auf den sozialen Medien? Berlin, Tag und Nacht Stars wollen zurück zur Schauspielerei. Wie Höhn auf Instagram erklärte, würde er gern wieder als Schauspieler arbeiten. Allerdings schloss er eine Rückkehr zu Berlin, Tag und Nacht. Ebenso aus wie für die Schwesterserie Köln 50667 drehen zu wollen. Zurück zur Schauspielerei zurückzugehen sei gar nicht so einfach. Weil das passende Angebot fehle, so der Influencer weiter. Ich bin trotzdem dran und tue etwas, um das zu beschleunigen. Er und Jennifer Rilly, 24, arbeiteten im Hintergrund an einem Comeback im Fernsehen. Allerdings sei noch nichts spruchreif. Es gibt in Deutschland ja auch noch andere Serien und Filme, so Höhn. Wer weiß, wo wir die beiden zukünftig sehen werden. Wir drücken die Daumen.